Hallo, willkommen zu einem neuen Lesevlog im Februar, ihr Lieben. Heute ist der 5.2. und ich wollte euch mal ein kleines Update geben, was bei mir so los ist, vor allem die spannenden Sachen. Jetzt, wo ihr mich schon seit, ich weiß nicht, anderthalb Jahren per Lesevlog verfolgen könnt, wisst ihr, was mein Alltag so bereithält. So richtig normale Dinge. Mir geht's aktuell sehr, sehr gut. Ich glaube, das merkt ihr. Ich habe irgendwie, seit ich gesund geworden bin im Januar, eine extreme Hochphase, die ich gerade sehr genieße und aus der ich gerade sehr viel ziehen kann. Ich habe auch das Gefühl, dass mich gerade alles, was ich anfange, positiv beeinflusst, dass ich nur mit Menschen zu tun habe, die mir sehr, sehr gut tun und selber versuche, mit mir im Reinen zu sein, also auch zu akzeptieren, wenn mal Dinge nicht gleich klappen oder auch, dass ich geduldiger werde mit mir selbst. Und das ist so ein guter Fortschritt, wenn ich so ans letzte Jahr denke, wo ich viel Zeit damit verbracht habe, nicht in Selbstliebe zu investieren, sondern ganz im Gegenteil, mir gegenüber so viele negative Gefühle zu hegen. Und gerade fühlt sich das so gut an. Ich würde das am liebsten mit der ganzen Welt gerade teilen. Deswegen bekommt ihr, glaube ich, gerade auch die volle Ladung davon ab. Tut mir jetzt schon leid, aber wenn ich so auf die Lesevlogs und die Teile zurückschaue aus dem letzten Jahr, gerade was so Mai, Juni anging, da sehe ich einfach, wie traurig ich war, wie schlecht es mir ging. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen entspannter, ich fühle mich ein bisschen gelassener. Ich habe das Gefühl, ich habe mich seit April, seit ich hier umgezogen bin, in eine gute Richtung entwickelt. Mir geht es gerade gut. Ich muss das auch gerade mal festhalten, damit auch eine Zukunft, Sophie, der es vielleicht mal nicht so gut geht, sieht, hey, es ist möglich und du machst gerade gute Sachen, auch wenn jetzt nicht jeder Tag das Highlight schlechthin ist. Ich habe zumindest gerade mehr Tage, die positiv sind als negativ. Und das fühlt sich so gut an. Auch die Arbeitstage in letzter Zeit waren unglaublich gut, auch wenn natürlich die aktuelle Pandemiesituation nichts unbedingt besser macht und man auch immer noch so ein bisschen Sorgen hat. Aber ich habe das Gefühl, dass auch arbeitstechnisch sich für mich dieses Jahr noch was verändern wird. Das habe ich zumindest jetzt gerade angeschoben. Deswegen, ich halte euch da auf dem Laufenden. Es sei denn schon mal ein bisschen angeteasert, aber ich muss da selber noch ein paar Antworten abwarten und bin aber auch dadurch gerade so hochmotiviert. Lesetechnisch hat mich im Februar jetzt einiges schon begleitet. Und darüber wollte ich euch auch informieren. Mein Lesemonat hat angefangen mit diesem kleinen, schmalen Diogenes-Bändchen. Ich blende euch das gleich mal ein, weil Diogenes hat das neu rausgegeben. Das heißt, Wie soll man leben? Anton Tschechow liest Marc Aurel. Und ich glaube, wenn ihr meinen Kanal schon länger mitverfolgt, dann wisst ihr, dass ich so ein Tschechow-Leseprojekt habe, dass ich von ihm so ein bisschen den Anspruch habe, alles zu lesen, wenn das denn möglich ist. Und ich habe das Gefühl, ich muss mich, nachdem ich mich dieser vierbändigen DTV-Ausgabe gewidmet habe, mal an den Diogenes-Verlag wenden, weil die haben durch den Übersetzer Peter Urban gefühlt alles von Tschechow herausgegeben, auch was so eine biografische Darstellung in Bildern angeht und viele andere Sachen. Und ich hatte mir, wie gesagt, als letztes diesen schmalen Band hier zugelegt, leider in einem ganz furchtbaren Zustand, weil gebraucht, aber für das Wissen, was ich hieraus gezogen habe, hat es absolut gereicht. Ich glaube, ich würde für die Neuausgabe, die jetzt rausgekommen ist, keine 12 Euro bezahlen wollen, weil das ja auch wenig bietet für Menschen, die mit Tschechow vielleicht noch nicht so viel zu tun hatten. Ich habe im letzten Jahr auch Marc Aurel selber gelesen, seine Meditation, da hat er so kleine Aphorismen zusammengefasst, wie er sich selbst als idealen Herrscher vorstellt und hat sich im Stoizismus bewegt, hat sich versucht zumindest daran zu halten, dass man allem, was den Menschen passiert, gelassener und mit etwas weniger überschwänglichen Gefühlen begegnet. Und daraus habe ich bereits viel gezogen. Und aus diesem Werk kann man, glaube ich, vor allem Peter Oberns Schilderung und Interpretation von Marc Aurels Einfluss auf Tschechow mitnehmen. Da geht es vor allem darum, dass Tschechow Marc Aurel gebraucht hat, als er schwere Schicksalsschläge überwinden musste, wie zum Beispiel den plötzlichen Tod seines Bruders Nikolai. Oder wenn es um seine Art und Weise des Lebens ging. Also inwiefern kann ich mich altruistisch verhalten als Arzt und gleichzeitig damit umgehen, dass ich auch ein sehr bekannter Schriftsteller werde. Wie bringe ich das in Einklang, wenn ich doch eigentlich lieber den Menschen helfen möchte? Schaffe ich das durch meinen Arztberuf oder schaffe ich das auch als Dichter? Ich finde diesen Zwiespalt extrem gut dargestellt in diesem kurzen Vorwort. Und danach bietet das Buch, glaube ich, für Leserinnen nicht mehr ganz so viel, denn danach sind nur noch so Stichworte von Tschechow festgehalten und darunter die Einträge aus seiner eigenen Ausgabe von den Meditationen von Marc Aurel. Und es ist aber nicht viel mehr kommentiert. Also es wäre, glaube ich, interessant gewesen, diese Gesamtausgabe oder dieses eigene Exemplar von Tschechow vor sich zu haben und da vielleicht seine Anmerkungen oder seine Zusammenfassung oder seine Notizen zuzulesen. Aber die bekommt man gar nicht. Also man hat immer nur so ein Stichwort und dann ja den Teil aus Marc Aurels Meditation und das war es dann auch so ziemlich. Also man bekommt in diesem Bändchen leider gar nicht so viel mit, wie man sich das vielleicht wünscht. Für mich war, wie gesagt, diese Interpretation durch Peter Urban interessant, aber so viel mehr hat es mir jetzt leider gar nicht gebracht. Trotzdem nicht schlecht, noch ein bisschen was darüber zu lernen, aber so richtig viel weitergeholfen hat es mir bei einer Tschechow-Lektüre jetzt gar nicht. Also ich möchte mich am liebsten noch weiteren Erzählungen widmen und auch den Dramen und auch einigen ja Non-Fiction-Dingen aus Tschechows schreiben, aber bei dem Band bin ich mir nicht so sicher, ob
man das unbedingt gelesen haben müsste. Im Januar begonnen habe ich ja bereits Goethes italienische Reise und ich bin jetzt, glaube ich, so auf Seite 158, also bis Seite 600 irgendwas, muss ich mich definitiv noch vorarbeiten. Aktuell befindet sich Goethe endlich in Rom, also er ist dort angekommen und es geht ihm dort sehr, sehr gut. Ich habe aber das Gefühl, dass er so viel erlebt, dass er gar nicht schafft, alles aufzuschreiben. Also manchmal hat er dann so mehrere Tage, an denen er gar keine Notizen verfasst und dann wiederum hält er sich ganz kurz und sagt, oh mein Gott, was für krasse Eindrücke ich da hatte, wie soll ich die nur alle festhalten? Nicht so, mal Goethe, dann schreib die doch endlich mal auf. Sonst wissen wir doch gar nicht, was du in Rom erlebt hast. Also ich bin da bisher noch so ein bisschen skeptisch, wie er seinen Rom-Aufenthalt da verarbeitet. Aber vielleicht ist auch die zweite Rom-Reise für ihn dann ein bisschen gediegener irgendwie. Also er hat auf jeden Fall schon sehr viel gesehen. Er war schon zum Beispiel auf dem Palatino-Hügel, was für mich auch eins der absoluten Highlights war, als ich in Rom war. Und bin sehr gespannt, wie es Goethe weiterhin ergeht, wie es auch nach Rom weitergeht. Also in Rom scheint er sich jetzt sehr wohl zu fühlen. Er ist da auch, ich glaube, am Anfang so ein bisschen inkognito angereist, wohnt mit dem Maler Tischbein zusammen und es wissen aber irgendwie alle Leute, die ihm begegnen, ach so, das ist ja Goethe. Und dann wollen die alle mit ihm reden oder irgendwas zu tun haben und er will eigentlich ganz in Ruhe, besonnen irgendwie schreiben und sich an bestimmte Arbeiten machen, wie zum Beispiel seine Iphigenie, die ja schon lange brach liegt und an der er unbedingt arbeiten möchte. Also ja, mal gucken, ob Goethe noch zu irgendwas kommt in Rom und auch danach. Also ich bin gespannt, wer das jetzt so nach und nach lesen. Das ist definitiv ein Werk, was man so nicht unbedingt am Stück lesen muss, sondern in kleineren Dosen genießen kann. Und das werde ich, glaube ich, auch einfach so fortsetzen. Außerdem habe ich mich gefreut, dass im Februar ein erster Band einer neuen Reihe von meinem Lieblings-Fantasy-Russen erscheint. Und zwar von Alexei Perov, Der Gebannte. Und ich finde, das Cover sieht leider so ein bisschen kitschig nach Romantasy aus, aber es ist wieder ein High-Fantasy-Titel. Alexei Perov denkt sich ja für jede seiner Reihen und auch Einzelbände immer eine eigene Welt aus, ein eigenes Magie-Setting. Die ähneln sich doch alle so ein bisschen, würde ich sagen, weil auch in dem Werk sind wieder so verlorene oder verirrte Seelen, die es gibt, einen Hauptbestandteil. Wir folgen einem jungen Mann namens Theo, der lange Zeit bei einem Zirkus gearbeitet hat, also er ist Hochseilartist, kann aber auch jonglieren und viele andere Dinge. Ich würde sagen, seine Beweglichkeit, seine Wendigkeit und seine etwas übermenschlichen Fähigkeiten, was so das Körperliche angeht, helfen ihm auf jeden Fall aus sehr vielen Situationen herauszukommen. Und die Welt, in die wir hier hineingeworfen sind, aus der wurde vor Tausenden die Magie verbannt, die auch sehr gefährlich wurde. Theo gerät irgendwie an einen magischen Gegenstand oder der irgendwie Magie freisetzen kann und daraufhin verfolgen ihn dann plötzlich ein paar Menschen. Er gerät dann noch an eine ältere Dame, die zum sogenannten Nachtclan dazugehört. Da bin ich auch noch nicht so ganz sicher, was die so alle vor sich haben. Mich hat es am Anfang sehr verwirrt, dass diese Figuren aufeinandertreffen und sich überhaupt nicht leiden können. Und es gibt keinen richtigen Grund dafür. Und das hat mich am Anfang so ein bisschen genervt zurückgelassen. Ich weiß nicht, was der Autor damit so richtig beabsichtigt hat, weil eigentlich arbeiten die sehr, sehr gut zusammen. Aber die weibliche Hauptfigur, die ja doch schon ein bisschen älter ist, ich glaube in ihren 50ern, hat irgendwie das Bedürfnis, wenn sie Theo sieht, dass sie ihn irgendwie töten oder angreifen muss. Und sie weiß selber nicht, woher das kommt. Sie ist aber auch ein bisschen missgestimmt allen gegenüber. Sie ist so richtig eigenbrötlerisch und Theo versucht es einfach mit seiner sehr charmanten Art, ihr so ein bisschen näher zu kommen, also auf eine freundschaftliche Art und Weise, weil er auch mit ihr klarkommen möchte und die sich dann auch schon gegenseitig das Leben gerettet haben in verschiedenen Situationen. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher, was da so die Intention dahinter war. Der Roman hat auch nur knapp 450 Seiten. Ich bin jetzt kurz vor Seite 200 und es gefällt mir bisher auch gut, aber ich hatte das Gefühl, dass ich in jede andere Fantasy-Reihe von Alexei Perov bisher einfacher eintauchen konnte. Ich weiß nicht, irgendwie gab es so ganz viele kleine Punkte, die es mir ein bisschen schwer gemacht haben. Jetzt habe ich das Gefühl, okay, ich begreife das World Building langsam, das Setting ist auch eigentlich ganz gut gewählt, aber diese neue Magiewelt und was da so alles, die Geschichte dieses ganzen Kontinents, die hat sich mir noch nicht zu 100% erschlossen, obwohl man schon sehr viel darüber erfahren hat. Aber ich schaue einfach mal, wie sich das Ende gestaltet und wohin sich die Geschichte entwickelt. Der zweite Teil dieser Reihe erscheint bereits im Mai und ich weiß gar nicht, auf wie viele Teile das angelegt ist, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Alexei Perov wird ja von Christiane Pühlmann übersetzt, die ist auch Dostojewski-Übersetzerin und ich habe das Gefühl, die hat so einen sehr großen Hang, auch viel archaische Sprache zu verwenden, das Ganze gut klingen zu lassen, schöne Präterital Form und Genitivform zu finden, die die Sprache noch mal ein bisschen schöner und besonderer klingen lassen. Ich weiß nicht, ob Alexei Perov im Original einfach schon so schön schreibt oder einfach Christiane Pühlmann Spaß daran hat, diese Fantasy so schön wie möglich zu übersetzen. Auf jeden Fall trifft das immer genau meinen Geschmack, was das Sprachliche angeht. Und trotzdem ist es natürlich manchmal auch ein bisschen salopp, was die Dialoge angeht, was auch die Beschreibungen für die Figuren angeht. Aber man bekommt auf jeden Fall ein sehr lebhaftes Bild von dieser Fantasy-Welt, die da entworfen wird. Und ich freue mich eigentlich über alles Neue, was ich von Perov in die Finger bekomme. Ich war die letzten Tage sehr viel unterwegs. Ich hatte auch am Montag noch einen freien Tag. Da musste ich auch unbedingt noch eine kleine Radtour machen. Da bin ich mal Richtung Nordhafen geradelt. Ich bin froh, dass man auch trotz der Kälte gerade durch Berlin sehr gut mit dem Fahrrad kommt. Aber jetzt fürs Wochenende ist ordentlich Neuschnee angesagt. Also ich bin gespannt,
wie das aussieht, wenn ich am Sonntag in meine WG zurückfahre. Ob ich dann noch Kapazität da habe, mich durch den Schneesturm zu wühlen, mal schauen. Der Februar ist ja ganz oft nochmal so ein kälterer Monat und ja, irgendwie würde ich es, glaube ich, vermissen, wenn ich nicht Radfahren kann. Aber gleichzeitig habe ich aber auch irgendwie eine schneeverliebte Seele, die sich dann freut, wenn doch ein paar Zentimeter Schnee liegen. Also ich glaube, ich lasse mich mal überraschen, wohin das so führt. Und ja, freue mich jetzt erstmal auf einen sehr, sehr ruhigen Abend mit meinem Partner, zu dem ich gleich fahre. Also mal schauen, was der Februar noch so bringt. Ich halte euch up to date und dann bis zum nächsten Lesevlog. Teil. Hallo, willkommen zum zweiten Lesevlog-Teil im Februar 2021. Es sind jetzt schon wieder 2 Wochen vergangen seit meinem letzten Aufnehmen, meinem letzten Update. Und wenn man gerade so nach draußen schaut, hat man das Gefühl, der Frühling ist gerade über Berlin hereingebrochen, während gerade vor einer Woche hier noch massiv viel Schnee lag und man eigentlich nicht aufs Fahrrad konnte und ich mich noch geärgert habe, dass ich nur zu Fuß oder mit der Bahn unterwegs sein kann. Es ist völlig absurd. Vielleicht hört ihr die netten Vogelgeräusche draußen. Es fühlt sich krass nach Frühlingsanfang an, obwohl es jetzt Ende Februar ist. Und es kann natürlich sein, dass jetzt auch nochmal ein Kälteeinbruch kommt, aber die aktuelle Wetteraussicht sieht so gut aus, dass ich schon fast ein bisschen entsetzt bin. Ich habe in den letzten 2 Wochen tatsächlich irgendwie viel Energie gebraucht und ich war froh, dass ich in der Zeit viele Menschen an meiner Seite hatte, die mich unterstützt haben bei allem, was ich so angegangen bin. Also für mich standen einfach 2 sehr wichtige Gespräche an, die ich auch jetzt hinter mir habe und die auch zu einer gewissen Veränderung für mich führen werden. Und ich bin gerade so ein bisschen im Abwartemodus, was sich entscheiden wird. Ich bin aber an sich gerade wieder in einer guten Stimmung. Also ich weiß nicht warum, aber diese Woche des Schnees hat für mich so ein bisschen für Heilung gesorgt, weil ich auch viel unterwegs war. Ich war unter anderem in den Rehbergen mal wieder unterwegs, da war ich seit Monaten nicht mehr. Das gebe ich ganz ehrlich zu, das ist bei mir hier um die Ecke, genauso wie der Schillerpark. Aber der Schillerpark war immer so ein bisschen attraktiver einfach als Spazierpark. Und die Rehberge haben an diesem Montag, als ich da war, so viel in mir angerührt. Die haben meine schneeverliebte Seele perfekt getroffen. Ich bin da einfach eine wahllose Runde gelaufen und habe mich so wohl gefühlt während dieses 1,5-stündigen Spaziergangs, den ich da getätigt habe, auch wenn ich gar nicht wusste, wo ich lang gehe. Ich habe Menschen gesehen, die da gerodelt sind, die auch spazieren waren, die sich mit ihren Kindern irgendwie beschäftigt haben. Es war richtig schön. Also ich weiß gar nicht, warum bestimmte Wetterlagen sowas Positives bei mir auslösen. Auch jetzt, wenn ich draus gucke und die Sonne sehe, ich habe so Lust, mich auf mein Fahrrad zu setzen, weil das jetzt auch wieder geht und nachher noch zu meinem Partner zu fahren, weil wir das Wochenende zusammen verbringen und es ist alles so gut. Anfang dieser Woche war ich wiederum dann im Humboldthain und wollte mir eigentlich mal den Flakturm angucken. Ich hatte irgendwie so den Fehler gemacht, dann auch mit dem Fahrrad dahin zu fahren und dann war der ganze Weg nach oben irgendwie vereist und ich war mir nicht sicher, wo ich mein Fahrrad abschließen kann. Im Endeffekt bin ich nur eine große Runde durch den Humboldthain und bin dann an so ein paar Stellen unten lang spaziert. Ich bin noch nicht oben gewesen, aber ich mag es sehr gerne in Berlin einfach auf große Gebäude zu klettern und dann die Aussicht zu genießen und ich schätze mal, das werde ich eher mal noch mit Begleitung nochmal wiederholen. Ich habe wieder was Neues von Berlin gesehen oder auch Ecken näher betrachtet, die ich so ein bisschen sträflich ignoriert habe in den letzten Wochen und das hat wirklich unglaublich gut getan. Ich möchte euch außerdem wie immer noch ein Leseupdate geben, damit ihr wisst, was mich gerade durch den Februar begleitet. Ich habe, glaube ich, in der Zeit ein kurzes Hörbuch gehört, nämlich den neuesten Erzählband von Haruki Murakami. Muss aber sagen, der war halt okay und vielmehr nicht. Und es war schön, es mal wieder mit Murakami auszuprobieren, aber ich bin froh, dass ich nicht irgendwie 22 Euro für dieses süße, schmale Hardcover ausgegeben habe, sondern eben nur mein Audible-Abo dafür nutzen konnte. Es war auch leider nicht wie fast alle anderen Murakami-Hörbücher von David Nathan gesprochen, sondern von Frank Arnold und ich finde, da kommt so null Spirit rüber. Ich weiß nicht, ich habe das nicht gern gehört. Ich habe es mir dann irgendwie doch bis zum Ende gegeben, weil ich dachte, gucken wir mal, wohin es so geht mit Murakami-Erzählungen, aber im Endeffekt war es nichts für mich. Ich stecke natürlich immer noch in Goethes italienischer Reise, wie ihr seht. Ich bin jetzt aktuell auf Seite 212 und ich muss sagen, es ist wirklich so ein Genießerbuch, was man langsam lesen kann. Man muss es gar nicht irgendwie ganz, ganz schnell durchgearbeitet haben. Das bietet sich, glaube ich, auch bei dieser Aufteilung gar nicht so an. Ich hatte mich ja auf den Rom-Teil tatsächlich am meisten gefreut und der war für mich nicht so stark. Ganz ehrlich, ich hatte da irgendwie mehr erwartet. Ich verstehe auch Goethes Überwältigtsein von dieser Stadt, weil mich das auch so getroffen hat, als ich vor 2 Jahren das erste Mal dort war. Aber
Man hätte doch trotzdem ein paar mehr Notizen machen können. Immer dieses Vertrösten auf, naja, ich habe jetzt so viel gesehen und diese ganzen Eindrücke. Ich schaffe das gar nicht, das alles niederzuschreiben. Schreib den Scheiß jetzt auf, Goethe. Ich raste aus. Es geht doch jetzt echt nicht klar. Das muss doch jetzt mal aufgeschrieben werden. Ich weiß, er ist dann auch später noch ein zweites Mal in Rom. Und ich hoffe, dass er da dann einfach ein bisschen mehr zur Ruhe kommt und das dann auch noch mal angeht. Denn jetzt ist er einfach weitergezogen und ist in Neapel angekommen und war jetzt schon mehrfach beim Vesuv, der ja auch so aktiv vor sich hin brodelt. Und es ist total witzig, wie begeistert Goethe von diesem Vulkan und den vulkanischen Aktivitäten ist. Also ich mag sein geologisches, sein botanisches Interesse extrem, dass er einfach auch auf so einer wissenschaftlichen Ebene für sich als Mensch existiert und nicht nur der Schriftsteller ist, der alles poetisieren möchte, ganz im Gegenteil. Irgendwie geht er da auch sehr analytisch ran und das mag ich sehr gern. Also Goethe folge ich nach wie vor sehr gern. Ich glaube, ich habe im Januar-Vlog noch so ganz große Töne gespuckt, dass ich ganz viel für den Black History Month Februar lesen möchte. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich schaffe das nicht alles. Ich habe gerade gar nicht den Nerv und die Zeit für alles, das zu lesen. Werde das wahrscheinlich auch so ein bisschen in den März auslagern, aber das ist ja auch nicht schlimm. Man muss ja nicht nur im Februar sein Augenmerk auf nicht weiße Literatur legen. Aber ich habe mir trotzdem passenderweise mit Anne von Literaturlärm wieder eine gemeinsame Lektüre gesucht und die haben wir so ein bisschen aufgeschoben. Die hatten wir, glaube ich, letztes Jahr eigentlich schon eingeplant. Und zwar lesen wir gerade die Autobiografie von Malcolm X. Wir haben von diesem Buch massiv viel erwartet, weil es auch so eine wunderbare Review gibt von Elaine von Books by Lanes, die so ein bisschen darüber spricht in ihrem Video, was sie alles aus diesem Buch gelernt hat und was für Lessons es da so gibt, die Malcolm einem beibringt. Und ich finde auch ihr Video extrem überzeugend. Also wenn das eigentlich begeistert dafür, diese Biografie zu lesen, weiß ich auch nicht. Aber ich bin von der Biografie aktuell nicht so überzeugt. Also ich bin jetzt aktuell auf Seite 263, bin jetzt kurz vor Kapitel 11 von insgesamt 19 Kapiteln in diesem ungefähr 500-seitigen Werk und aktuell ist Malcolm eine der unsympathischsten Figuren, die mir jemals untergekommen ist und deren Biografie mich bisher nur zu ganz wenigen Punkten wirklich interessiert hat. Also seine Schilderung der Kindheit, wie seine Eltern versterben, wie er versucht dann seinen eigenen Weg zu gehen und wie er dann aber mit 16 irgendwie nach Harlem, New York kommt und dort in die Drogenszene abrutscht, spielsüchtig wird, hart drogenabhängig und dann halt irgendwann im Gefängnis landet, hat bei mir nicht so viel Interesse ausgelöst. Das Gute ist, dass die Biografie doch sehr lebhaft geschrieben ist. Also man hat an diesen Ereignissen einfach einen guten Anteil. Aber ich habe bei ganz vielen Reflexionen das Gefühl, dass er sehr festgefahrene Ansichten über bestimmte Sachen hat. Also gerade wenn es um Frauen geht, werden hier unfassbar viele misogyne Ansichten geteilt und von denen ist er, glaube ich, auch nicht abgewichen. Er redet über bestimmte Frauen auf eine Weise, bei der man sich fragt, ey, bist du wirklich mit denen befreundet gewesen, wenn du von deiner einen homosexuellen Freundin immer nur als die Lesbe sprichst? Hat sie vielleicht einen Namen? Nein? Wie schön. Also ich bin bisher eher unterwältigt, was das angeht. Also ich hatte richtig große Erwartungen. Aktuell ist er jetzt gerade im Gefängnis und entdeckt nun The Nation of Islam für sich. Ich habe echt ein bisschen Angst gehabt vor diesem ganzen Religiösen, was hier reinkommt. Und jetzt hat er die Geschichte erzählt, wie die Nation of Islam sich das vorstellt, wie Allah oder Gott den weißen Menschen geschaffen hat. Und das ist ja noch absurder als jede Art von Bibelgeschichte, jede Art von Verschwörungsmythe, die man irgendwie mal gehört hat und man denkt sich, nope, ich verstehe nicht, warum man sich dem dann zugehörig fühlt, wenn man eigentlich ein intellektueller, junger Mann ist, aus dem was werden kann. Was, warum? Ich werde es nie verstehen, warum Leute ein Attachment für Religion entwickeln, für das es irgendwie keinen rationalen Grund gibt. Es ist für mich völlig schleierhaft. Also ich bin von der Biografie aktuell noch nicht überzeugt. Ich werde es weiterlesen mit Anne, weil ich finde den Lebensweg interessant und ich hoffe, dass so langsam der Teil mit den Reflexionen anfängt, dass er seine Bildung und alles andere so ein bisschen auflevelt und wie er dann einfach zu dem Menschen wird, der mit der Bürgerrechtsbewegung natürlich auch noch sehr viel zu tun hat und wie er dann auch vielleicht Kontakt zu anderen Menschen dieser Bewegung hat. Darauf freue ich mich sehr, aber alles bisher, was ich gelesen habe, ist nicht überzeugend gewesen. Anfang Februar hatte ich außerdem mein erstes virtuelles Treffen dieses Jahr mit meinem Buchclub, mit den zwei Kollegen auf Arbeit. Wir lesen ja weiterhin Mangas und wir haben uns einer Mystery-Reihe angenommen, die sich Bright Sun, Dark Shadows nennt. Hier ist schon der zweite Teil, weil wir den jetzt auch für das nächste Online-Treffen ausgewählt haben. Der erste Band hat uns auch unfassbar gut gefallen. Es ist irgendwie spannend, so mysteriösen, verschwörerischen Dingen so ein bisschen zu folgen und dem Ganzen ja so ein bisschen Aufmerksamkeit zu widmen. Es gibt so ein paar problematische Ansätze, würde ich sagen, in diesem Werk, was aber so ein bisschen mit
dem Begriff von Sexualität und der Darstellung von unbekleideten Minderjährigen zu tun hat. Ich glaube, da hat Japan ein sehr, sehr großes Problem, über das man auch mal diskutieren sollte. Bei uns hat der erste Band sehr gefallen. Ich habe den zweiten sofort organisiert. Außerdem habe ich in meinen letzten Lesevlogs, glaube ich, auch von den zwei Reihen gesprochen, die wir außerdem gelesen haben und von denen jetzt Band 3 erschienen ist. Das ist einmal Spy X Family Nr. 3 und Chainsaw Man 3. Und diese Cover sind ein einziger Fanservice. Das ist schon wieder gar nicht zu glauben. Ich freue mich ehrlich gesagt auf diese drei Lektüren und werde die wahrscheinlich jetzt auch so zum Monatsabschluss noch lesen. Also darauf habe ich wirklich große Lust und ja, freue mich auf weitere grafische Literatur, die ich dieses Jahr entdecke und natürlich auch klassische Literaturen, Gegenwartsliteratur, Genre-Literatur. Ich glaube, ihr merkt langsam, dass mein Lesegeschmack sich da in alle Richtungen ausbreitet. Und ja, so viel erstmal von mir als Update. Ich habe jetzt bald eine Woche Urlaub, sogar viel länger als eine Woche, weil noch dieser schöne Feiertag durch den Frauentag kommt und meine Arbeitstage nächste Woche sehr gut liegen. Ich freue mich auf eine entspannte Zeit, in der ich hoffentlich auch viel lesen kann. Ich glaube, dann habe ich auch wieder ein bisschen mehr Energie, um Videos zu drehen. Ich stresse mich jetzt einfach nicht. Der Lesemonat Januar wird auch noch kommen und wenn er erst im März kommt, dann ist das halt so. Es geht manchmal eben nicht schneller. Hallo, liebe Lesende, willkommen zu einem Abschlussteil dieses Lesevlogs, den ich eigentlich schon im Februar beenden wollte, aber es ist erstaunlicherweise schon der 16. März, also wir sind schon irgendwie gefühlt in den Frühling rübergerutscht, während es im Februar vor allem eins war, richtig kalt. Ich hatte Ende Februar, Anfang März auch gerade noch Urlaub. Eigentlich wollte ich meinen Lesevlog am Ende meines Urlaubs ausklingen lassen und zu einem Abschluss bringen und hatte die grandiose Idee, draußen zu filmen, während ich im Schillerpark spazieren war und habe nicht bedacht, dass ich die ganze Zeit Wind in der Kamera auffange und jetzt habe ich wunderbare Bilder, wie ich rede und der Wind immer drüber fegt. Also ich glaube, alles, was ich an Erkenntnissen vor einer Woche gewonnen habe, ist dahin. Jedenfalls versuche ich es jetzt mit diesem Teil einmal, euch nochmal ein kurzes Leseupdate zu geben, was bei mir gerade auch so los ist. Und hoffe, ihr seid gut in den Frühling reingekommen. Hier ist es noch erstaunlich kalt. Also ich war heute schon mit dem Fahrrad eine Runde durch die Stadt unterwegs, habe mein inneres Navi und meine innere Karte mal wieder ein bisschen up-to-date gebracht, indem ich über den Alex geradelt bin, so eine ganz krude Strecke über Gesundbrunnen. Aber das war richtig, richtig schön. Ich war in den letzten Tagen und Wochen natürlich auch viel unterwegs. Also gerade durch die Urlaubszeit bin ich irgendwie mit dem Fahrrad gefühlt jeden Tag irgendwo lang gefahren. Ich weiß nicht, ob ich schon davon erzählt hatte, dass ich zum Beispiel an den Lietzensee gefahren bin. Das ist in Charlottenburg so eine richtig schöne Ecke, wo man auch einmal drumrum laufen kann und da bin ich mit dem Fahrrad rum. Und da Anfang März gerade der 150. Geburtstag von Rosa Luxemburg war, bin ich auch mal wieder am Landwehrkanal lang, habe mir dort auch das Mahnmal oder das Denkmal dafür angeguckt, was da für ihren Tod quasi hingebaut wurde und auch immer wieder auf erschreckende Weise daran erinnert, welches grausame Schicksal sie und Karl Liebknecht genommen haben. Aber für mich ist es immer wichtig, solche Orte in Berlin auch aufzusuchen. Und heute bin ich, glaube ich, relativ ziellos durch die Stadt geradelt. Aber es hat Spaß gemacht. Ich war, glaube ich, fast 2 Stunden unterwegs und ich weiß nicht, sobald die Sonne scheint, treibt es mich irgendwie hinaus und ich warte gerade sehnsüchtig den ersten Tag ab, der trocken ist, wo kein Rollsplitt mehr liegt, damit ich endlich Inlineskaten gehen kann. Ich glaube, das ist so das Einzige, worauf ich gerade hinfiebere. Gerade durch den Urlaub bin ich ein bisschen mehr zum Lesen gekommen. Ich hatte mir natürlich unwahrscheinlich viel vorgenommen. Ich habe auch schon ein Video über meine Urlaubslektüren gemacht. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann da irgendwo verlinkt für euch. Auf jeden Fall hat das Spaß gemacht, einfach mal ganz entspannt 12 Tage Zeit zu haben, nur zu lesen, nur rumzuliegen, nichts zu tun oder auch rauszugehen, egal wie warm oder kalt es war. Und dann habe ich eigentlich lesend weitergemacht. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht so richtige Lesepausen in meinen Tagen drin. Also es gibt eigentlich keinen Tag, an dem ich nicht irgendwie lese oder zu einem Buch greife. Und das ist für mich auch vollkommen in Ordnung. Aber ich merke auch, dass die Leselust immer da ist. Aber zum Beispiel die Lust, immer noch ein Video zu machen oder immer noch ganz viele Notizen zu machen, ganz viel aufzuschreiben, die ist nicht unbedingt jeden Tag gegeben. Und da muss ich mich manchmal so ein bisschen ranhalten, um auch das Booktube-Hobby so ein bisschen zu pflegen oder auch mal wieder was auf Instagram zu machen, weil ich es da auch ganz angenehm finde, wenn ich
da so alle 1 bis 2 Wochen doch was hochladen kann. Aber ich habe mich auch schon mal mit KollegInnen abgesprochen, die auch ab 30 Stunden aufwärts arbeiten. Und die haben auch gemeint, sie finden es krass, dass ich wirklich jede Woche ein Video machen möchte. Und ich glaube, da muss ich für mich auch mal umdenken. Ich glaube, es ist auch ganz sinnvoll, sich da auch mal eine Pause zu gönnen oder zu sagen, hey, ich brauche ein bisschen mehr Zeit einfach, um Video zu machen. Ich grübel gerade so ein bisschen über Ideen nach, gerade was Klassikerformate angeht, auch was die Klassikerwoche angeht, die ich wieder in den Herbst schieben möchte. Also von daher ist so ein bisschen was in meinem Kopf los. Für mich geht es ab dem 22.03. berufstechnisch ein bisschen in andere Richtung. Allerdings entferne ich mich nicht aus meiner Arbeitsstätte, die ich aktuell mit meiner Anwesenheit beehre. Und ich freue mich schon auf die neuen Aufgaben, die mir dann zuteil werden und bin irgendwie gerade so in krasser Euphorie darüber, dass es bald für mich weitergeht. Und ich gebe euch so zum Abschluss meines Lesevlogs nochmal ein Leseupdate, wie ich das irgendwie gerne tue, damit ihr wisst, was mich buchtechnisch so begleitet hat durch die letzten Tage. Ich habe gerade gestern in meiner Arbeitspause ein Berlin-Buch beendet, und zwar Machen Sie mal zügig die Mitteltüren frei von Susanne Schmidt. Das Buch hatte ich durch Zufall bei Sarah von Uralte Morda gesehen, als sie so ein Neuerscheinungsvideo gemacht hat vor ein paar Wochen. Hier geht es um die Erfahrungen einer Berliner Busfahrerin, die davon erzählt, wie sie mit Mitte 50 nochmal den Beruf der Busfahrerin erlernt und welche Hürden sie nehmen muss, um das Ganze überhaupt durchzustehen. Womit ich nicht gerechnet habe, ist die Tatsache, dass sie am Ende diesen Beruf ja wieder aufgeben muss, weil sie merkt, dass sie das krank macht. Und worauf ich hätte kommen können, weil die BVG vorher ja fast nur aus männlichen Busfahrern bestand, sie prangert den sehr krassen Sexismus an, der in der BVG zu herrschen scheint, weil man sich um die Belange von Frauen irgendwie gar nicht kümmert. Auf der einen Seite möchte man endlich die älteren Frauen wahrnehmen, also die irgendwie 40, 50 oder noch älter sind und die auch ihre Familienplanung schon abgeschlossen haben, ein bisschen robuster sind vielleicht und auch so ihre Lebenserfahrung gemacht haben, aber man beutet sie eben genauso aus wie die Männer, man kümmert sich nicht um ihre Belange, um ihre Gesundheit, sie müssen dieses krasse Schichtsystem, was da existiert, irgendwie mithalten können. Es gibt da so gar kein Erbarmen, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, auf jeden Fall. Man offensichtlich nicht auf die Idee gekommen, dieser Kampagne, dass man eine gewisse Art von Menschen einlädt, doch sich zu einer Berufsgruppe zu gesellen. Da kommt man irgendwie nicht auf die Idee, man könnte sie vielleicht auch freundlich behandeln, man könnte ihnen den Einstieg leichter machen. Nein, man beharrt darauf, man hat seit 30 Jahren alles so gemacht und deswegen bleibt es auch so. Und ich dachte mir nur so, genau diese Art von Denken, die braucht man unbedingt im Berufsfeld. Also dieses sture und starre System, was dahinter steckt, wie man Menschen ausbeutet, die körperlich und seelisch da irgendwie zermürbt mit diesen unsäglichen Arbeitszeiten und Fahrzeiten und schlechter Einarbeitung. Also wenn man nach 4 Monaten Schnellausbildung dann irgendwie Busfahrerin sein soll und gefühlt die ganze Stadt kennen muss und jede Linie und dann muss man einspringen. Also für mich wäre das absolut nichts. Ich habe da Respekt vor, dass Menschen das durchhalten, dass sie auch mit den ganzen Passagieren jeden Tag umgehen können. Für mich wäre das definitiv nichts, aber ich finde es auch sehr, sehr schade, dass Susanne Schmidt hier berichten muss, wie sie diesen Beruf im Endeffekt aufgibt, weil das absolut menschenfeindlich ist, wie die Arbeitszeiten sind und wie generell die Tage strukturiert sind für Menschen, die diesen Beruf ergreifen. Also keine Ahnung, wie das so lange gehalten hat, keine Ahnung, wie Leute das überhaupt durchhalten. So ziemlich in der Mitte bin ich gerade bei Menuett für Gitarre zu 25 Schuss von Vitomil zu Pan. Das ist ein weiteres Werk aus dem wunderbaren Gugolz Verlag. Das habe ich mir auch als Rezensionsexemplar angefragt. Also vielen Dank noch einmal dafür. Ich habe es offensichtlich dieses Jahr so ein bisschen mit dem Gugolz Verlag und mit Themen rund um den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Hier geht es nämlich um den Partisanenwiderstand der Slowenen, während die Deutschen und die Italiener sich so ein bisschen bekriegen und natürlich der Krieg nach 1943 nach Stalingrad so seinen großen Wendepunkt auch hat. Und ich finde das unfassbar spannend. Und ich glaube, ich habe die ganze Zeit überlegt, an was erinnerte es mich. Und als dann in diesem Werk selbst der Name Remarque fiel, dachte ich mir so, ja, irgendwie daran an. Im Westen nichts Neues, fühlte ich mich sehr stark erinnert. Es ist aber ein unglaublich brutales Werk. Es ist auch die ganze Zeit in Ich-Perspektive geschrieben. Es ist autobiografisch geprägt, weil auch der Autor in diesem Partisanenwiderstand gekämpft hat. Es ist erstaunlich lustig geschrieben, dafür, dass es so hart ist. Aber so ist ja auch dieser remarkische Stil, dass man eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen schmunzelt und über diesen schwarzen, trockenen Humor lacht. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr, sehr krass, was passiert, wie viele Menschen da sterben. Ich finde es vor allem interessant, dass man hier mal nicht einer ganzen Armee folgt, sondern teilweise nur so Grüppchen bis 20, 30 Leute, die sich eben durch den Wald schlagen und gucken, wo sie den Deutschen auflauern können und wo sie dann aber auch Verluste einstecken müssen. Und die Hauptfigur entwickelt sich so ein bisschen von einem Menschen, der freiwillig in den Krieg zieht, zu einem Menschen, der
stark daran zweifelt, dass der Krieg eine sehr gute Idee gewesen ist. Und ich bin sehr, sehr begeistert davon. Ich freue mich auf die zweite Hälfte dieses Buches. Das werde ich wahrscheinlich ganz entspannt jetzt im März beenden können. Und ja, werde euch auf jeden Fall noch genauer davon berichten. Und ein Manga, den ich mir für den März jetzt noch ganz fest vorgenommen habe, den ich mir auch gerade neu erworben habe, ist der zweite Teil von Heterogenia Linguistico. Davon habe ich bereits den ersten Teil im Februar gelesen und war richtig begeistert. Ein Kollege aus meinem Buchclub hat mir den empfohlen, weil ich immer davon spreche, dass ich bei Science Fiction und Fantasy es ganz besonders mag, wenn es um Sprache geht. Und hier geht es eben um einen jungen Forscher, der in einer Art, ja, ich weiß nicht, es ist nicht so ein richtiges mittelalterliches Setting, weil es ist doch ein bisschen moderner gehalten, aber der zieht mehr oder weniger so in die Zivilisation von Netherworld und dort leben eben ganz viele verschiedene Spezies, also unter anderem Werwölfe oder Echsen, Menschen oder auch ganz, ganz andere Dinge. Ich glaube, hier im zweiten Band geht es dann irgendwie auch um Minotauren und er versucht, deren Sprache zu ergründen. Er setzt irgendwie die Forschungen seines alten Lehrers fort, weil der gerade irgendwie selber nicht reisen kann, und an die Seite gestellt bekommt er dieses kleine Werwolf-Mädchen, was irgendwie die Tochter des Professors ist. Das ist ein bisschen am ersten Band schon ein bisschen aberwitzig gewesen, aber es ist toll, vor welche Hürden er so gestellt wird, wie unterschiedlich die Sprachsysteme funktionieren, also was sich auch der Mangaka oder die Mangaka hier ausgedacht hat, um irgendwie diese verschiedenen Sprachsysteme glaubhaft zu machen, die verschiedene Spezies haben, und dass vor allem ethisch viel diskutiert wird. Also warum sprechen wir zum Beispiel von Monstern? Wie ist die menschliche Sprache überhaupt zu vergleichen mit den Gebaren von tierartigen Wesen und Spezies, die da auftreten? Also mir gefällt es bisher sehr, sehr gut. Es ist jetzt kein krasser, plotgetriebener, actionreicher Manga, sondern es geht wirklich so ein bisschen um was Naturwissenschaftliches, was aber wiederum auf einem fantastischen Non-Fiction-Setting irgendwie basiert. Also ich finde das richtig großartig, weil das einfach auch so meinen Sinn für das Fantastische im Manga anspricht. Und ja, da freue ich mich sehr drauf, das im März noch zu lesen. Ich werde mich jetzt ganz gemütlich aufs Schlafsofa werfen und noch ein bisschen lesen. Ich glaube, bis zum Abendbrot habe ich da ganz gemütlich Zeit. Für morgen habe ich mich relativ spontan noch mit Sarah von Uralte Morla verabredet. Ich habe sie das letzte Mal irgendwann Ende Mai letzten Jahres in Potsdam besucht und jetzt wollte sie mich einmal wieder in Berlin besuchen. Da werden wir wahrscheinlich ein bisschen durch Charlottenburg und durch den Tiergarten wandeln. Ich freue mich sehr, dass ich sie endlich wiedersehe und dass wir ein bisschen Zeit zusammen verbringen können. Und ja, ich werde entweder berichten oder ihr seht hier wahllos Bilder und Schnipsel eingeblendet. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr gut in die Frühlingszeit kommt. Bleibt auf jeden Fall gesund und dann sehen wir uns ganz bald im nächsten Video wieder. Tschüss!